Das ist die Weißkirchen Rehfiepe. Die Form und das Modell kennen Sie ja, gibt schon 100 Jahre. Aber ich nenne ihn Fiepiu-Blatter, weil der Erfinder früher, der hatte was anderes im Kopf, als wie mit der Stellschraube nur den einzelnen Ton von Kitz auf Schmalreh, von Schmalreh auf Altgeist zu verstellen. Sondern der Trick bei der ganzen Sache ist, dass man beim Hineinblasen leicht die Schraube nach links dreht, aber blitzschnell, damit ein hinten abfallender Fiepton erzeugt wird, keinesfalls ein nachweinender. Und wenn ich auf den Seminaren immer sehe, wenn die Leute vor dem Seminar probieren, dann wundern sie sich, dass ein junger Bussard antwortet, aber kein Reber kommt. Also keinesfalls so, sondern entweder, das muss man aber beherrschen können, oder die Schraube kurz nach links drehen. Das imitiert den natürlichen Fiepton. War jetzt wieder schnell vorgemacht. Auch hier gilt das Gleiche. Ein Fiepton, tief Luft holen, dann den nächsten Ton. Höchstens 3-4 Mal in alle Richtungen, wie Sie das vorhin schon gehört haben. Auch hier ist ganz entscheidend das Kirschholz. Ich habe dann, weil bei den vielen anderen Lockern ist einfach ein Gewinde ins Holz geschnitten. Und wenn man das ein paar Mal hin und her dreht, dann ist dieses holzgeschnittene Gewinde kaputt. Deswegen habe ich eine Messingbüchse eingesetzt. Das geht nie kaputt. Wenn Sie, die Schraube ist auch lang genug, dass Sie die nicht verlieren. Also müsste der Locker über Generationen halten. Hier kann man auch den Kitzangsfieb mitmachen, dann tut man die Schraube etwas nach rechts drehen. Funktioniert genauso. Schon Anfang Juli so ein Knopfbock, so ein Jährlingsbock, den man zum Aufgang der Bockjagd nicht bekommen hat, weil er sich verdrückt hat, den kann man leicht mit so einem Ton herholen. Weil sein Hormonspiegel ist auch schon gestiegen, aber er wird von den anderen Böcken meist noch verjagt und der reagiert dann schon Anfang Juli auf so einen Ton.